diese Kombination aus auf der einen Seite soziale Sicherheit und gute Löhne, wenn sie durch entsprechende Qualität und Hightech auch wirklich refinanzierbar ist, und dafür muss man qualitativ absolute Weltspitze sein. Das kann man aber nur sein, wenn man immer wieder neu in Forschung, in Innovation steckt, und das macht es auch mit so wertvoll, dass diese Anlage heute in Betrieb gehen kann. 2-1-0. Es ist so, dass weltweit diese Technologie so noch nicht angewendet wird. Weltweit gibt es keine Anlage, die verformte Paneele lasergeschweißt automatisiert ausführen kann. Und damit sind wir wirklich in diesem Fall Innovationsweltmeister, um das mal so auszudrücken.